So, ich begrüße dich zum neuen Let's Play Uncharted 2. Jetzt waren noch ein paar zu laufen auf der PS4. Aber ich habe keinen Bock auf die. Mache ich noch dazwischen das Uncharted. Falsche Seite. Geht's rauf? Auf dieser Seite vielleicht. Auch nicht. Ich komme nicht rauf. Ich weiß gar nicht, dass ich mich drücke. Doch auf dieser Seite. Ah, hier. Achtung. Natürlich. Ich muss aufpassen, nicht dass da schon kaum fährt das Spiel an, hier abstürzen. Dann geht es auch bis ich das erste Mal abstürzen. Ja, rauf sollst du. Er bewegt sich nicht mehr, weder rechts noch links. Merci. Ja, wo habt ihr sich denn? Es wird schon schief gehen. Oh. Nein! Ja, komm, hüpfen wir. Jetzt stürzt er den ganzen Scheiß sicher ab. Da die Leiter. Mach doch, du Siech! Wie wär's mit Säckle? Säckle! Oh. Super!
Und wie sind wir dort hergekommen? Ganz allein, Seemann? Harry Flynn? Hey! Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann. Oh oh. Sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen. Komm her. Ich hab einen Job für uns. Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen teilen, wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen. Und weiter? Tja. Und jetzt kommt der Haken. Oh nein. Du bist ja verrückt. Ja, lass mich ausreden. Wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum draufgegangen sind. Und einen, der es geschafft hat. Gerade so. Ich schaff das nicht ohne dich. Du bist der Einzige, der da reingekommen ist und weiß, dass man zwei für den Job braucht. Nein, nein, nein. Drei braucht man. Ja. Und wo wir gerade vom Teufel sprechen? Chloe Fraser. Nate Drake. Nathan Drake. Hallo, Harry. Chloe ist einer der besten Fahrer in dem Geschäft. Das kannst du mir glauben. Bestimmt. Pass auf. Ich habe alles geplant. Rein durch die Kanalisation. Kann's kaum erwarten. So kommen wir in den Hof und von da klettern wir dann die Mauer rauf. Überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter. Und bingo. Und wozu der ganze Aufwand, fragst du dich sicher? Tu ich nicht, aber nur zu. Das ist es? Eine Öllampe? Ja. Die ist wertlos. Was soll das? Haben wir uns auch gefragt. Genau deswegen sind wir hier. Tja, ihr arbeitet wohl für einen Spinner. Einem Sammler mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld. Und ganz nebenbei erwähnt, das ist es nicht wert. Jetzt wart doch. Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen. Von dem Spinner, der zu viel Geld hat. In Trabesund wurden wir von Dieben überrascht. Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen. Das Schriftstück ist von Marco Polo. Ja, so weit waren wir auch schon. Stell dir vor. Dummerweise ist der Rest davon Unsinn. Hey, Moment. Damit sie niemals in falsche Hände falle, verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Sag ich doch, totaler Blödsinn. Er meint die verschollene Flotte, verstehst du? Ja. Hallo, klärt mich bitte jemand auf? Marco Polo verlässt China. Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen voller Schätze von Kublai Khan. Und anderthalb Jahre später erreicht er Persien. Mit nur noch einem Schiff und nur 18 Passagieren. Und dabei hat er jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert. Nur nichts über die Schiffe und die Passagiere. Also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers, die nur gefunden werden müssen? Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde. Hier, die Lampe. Voller mongolischer Schriftzeichen. Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Marco Polo hat was in der Lampe versteckt. Ein Hinweis, wo seine Flotte geblieben ist. Und wir hauen den Typ übers Ohr. Verlass dich drauf. Bist du dabei? Aber klar doch. Was soll denn schon schiefgehen? Ja, was wohl. Schatz. Die meisten Schätze habe ich schon mal gefunden und es früh gespielt. Warum bin ich nicht dort? Wenn ich gerade einen herlaufe, nehme ich ihn. Das ist eine Waffe. Keine Ahnung mehr, wie man die Waffe schaut. Klar ist gewesen.
Oi. Oi, 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 oi. Oder links. Das meint auch nicht, wie man nachladet. Ich glaube, ich habe nur einen Schuss im Magazin. Wie ladet man nachher? Ich denke, mein Viereck vielleicht. Ne, findest du schon noch raus. Aufschießen. War ja klar. Klar kann nicht nachladen, wenn voll ist. Geht noch nicht. Wir sind eigentlich total im Wrack hin. Ja, super. Ich sehe nichts da oben. Geht das Loch ab? Schieben, klettern. Pause. Geschafft. Ja, genau. Hallo? So viel zum Vorspiel. Erklärst du mir vielleicht mal, was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja, du hast nichts gesagt. So war's doch viel lustiger. Egal. Du bist nicht gerade das, was man leicht zu finden nennt. Besser als leicht zu haben. Oh,
Er ist eifersüchtig. Vergiss mal nicht, wer hier wen im Stich gelassen hat. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Na, jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt. Meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ach ja? Meistens jedenfalls. Boah. Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, habe ich mir gedacht, du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch, suchen die Schiffe und hauen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann? Und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden. Zusammen, diesmal. Verstehe. Bis dahin darf er nichts von uns wissen. Der flippt aus vor Freude. Das wird er schon überleben. Vertrau mir. Besser nicht. Was haben wir jetzt davon? Da raus. Ja, lauf nicht. Sicher unten durch, logisch. Drake ist da ziemlich in der schlechten Lage. Packst du das auch? Mit einer Waffe ging's mir besser. Die brauchen wir nicht. Nur für den Notfall, mein. Flynn, das sind nur Museumswerte. Mit festgelegten Kontrollrouten, bleib cool. Bleib cool? Bleib cool? Warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis? Wenn die uns erwischen, sperren sie uns ein und schmeißen den Schlüssel weg. Das ist dir doch hoffentlich klar. Das ist mir klar. Naja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht. Wir können uns keine Fehler leisten. Klar? Keinen einzigen. Wir sind da. Hier lang. Was machen wir, wenn sie die Wachen wechseln? Das sehen wir, wenn es soweit ist. Wir können doch nicht völlig planlos vorgehen. Ich bin nicht planlos, ich improvisiere. Ach, so nennst du das? Ja, ich bin anpassungsfähig. Anpassungsfähig? Was für ein Angeber. Da. Was habe ich gesagt? Dieser Gang führt uns direkt unter das Museum. Du hattest recht. Vertrau mir doch einfach, Kumpel. Okay, und den hier nehme ich. Und denk dran, wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung. Aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit. Ich kenne den Plan. Sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist, wenn wir den zweiten Hof erreichen. Die Lichter werden aus sein. Ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt, okay?
In Ordnung. Okay, genug geredet. Packen wir es an. Chloe. Wir sehen uns später. Kann's kaum erwarten. Ein schräger Vogel, dem traue ich nicht. Schon ein Schätzchen oder so. Da ist sicher noch irgendetwas versteckt. Ein tolles Gefühl, wenn das Wasser die Jeans so glitschig macht. Schule sehe ich. Wie in alten Zeiten, oder? Ja. Wann waren die noch gleich? Warte mal. Das kann nicht sein. Wir sind irgendwo falsch abgebogen. Hey, wetten, dass wir da genau in den Heizraum kommen? Und dann sind wir drin. Wie Papa Errol, was? Räuberleid. Na, Flynn. Was soll das? Hilf mir einfach. Los geht's. Danke. Fast da. Bist du bereit? Ohne Fleiß kein Preis. Richtiges Flatteraffli da. Alles klar. Mal ein bisschen umschauen. Da. Greif mal die Leiter da oben. Okay. Hallo. Ja. Hab sie dir runtergeworfen. Okay. Hier geht's zum Hof. Nein, da gehen wir nicht lang. Ich brauche meine Haut noch. Okay, hier muss es irgendwo ein Absperrventil geben. Vielleicht findest du es ja. Sicher da. Nicht? Der Haken. Geht nicht, ne? Ich komme wieder da rüber. Stehe ich schon an. Wo kann ich denn da her? Muss doch irgendetwas sein. Da kann ich das nicht, oder? Auf kann ich nicht. Der dann geht's weiter. Autsch. Mal hier schauen. Da. Stell mich schon schön blöd an am Anfang. Das wird ja gut kommen, wenn es ein bisschen schwieriger wird. Gut. Wahrscheinlich ist dort mal ein Schatz gelegen.
Fische. Warum klettert er wieder rauf? Nein, ich... So. Das wird geschafft. Mit da rüber. Ui. Das ist jetzt recht einfach. Okay, hier um die Ecke muss eine Tür sein. Hier gehen wir rein. Wenn wir durch sind, geht alles nach Plan. Verstanden? Wie in alten Zeiten, oder? Ich bin doch hier, oder? Jetzt kommt eine Schleichmission. Okay. Abgeschlossen. Zum Glück bin ich auf sowas vorbereitet. Ich bohre nicht nur in meiner Nase, Kumpel. Moment! Das ist eine Alarmanlage. Die war letztes Mal noch nicht an. Oh, klasse! Und was jetzt? Ich kann sie entschärfen, wenn wir den Verteilerkasten finden. Es muss hier irgendwo sein. Und mein Kabel noch. Dum-dum. Geht hier weiter. Da oben irgendwo. Wo geht das her? Sicher der Kasten da. So, das sollte gehen. Gut, wir sind drin. Mist. Den nehme ich. Wegziehen. Shit. Da ist der Turm. Ja, aber wir müssen übers Dach und von hier kommen wir nicht aufs Dach. Wir müssen es durch den nächsten Hof schaffen. Durch das Tor da drüben. Okay, dann los. Schön. Kann nicht. Hey. Wir müssen auf den Balkon da. Wir können auf das Tor klettern. Okay. Das wird gut kommen. Gece vardiyasında çalışmaktan... Ich nehme den anderen. Vardiyan ne zaman bitiyor? Daha çok. 15 dakikaya kadar kalıyor. Worauf wartest du? Ja, ich komme, wenn ich kann. Sen nasıl bu arada? Bugün epey bir sessiz. Wir sind fast da. Ich gehe rechts, du links. Okay. Ha.
Träum schön. Von da oben ist niemand mehr. Kann ich dem von Barkump? Ich glaube, das muss man aber zuerst lernen. Schlaf gut. So viel ich weiß, muss ich es zuerst upgraden. Okay, wenn wir das anheben, können wir drunter durchkriechen. Hey, hey, nicht so schnell. Da ist noch ein Alarm. Na toll. Nimmst du das? Warte. Und jetzt? Kann ich nicht machen. Gebongt. Okay, ist aus. Okay. Eins, zwei, drei. Los, hast du's? Ja. Schnell. Okay, okay, los. Beeilung! Moment. Moment. Okay. Wir müssen über den Hof, um aufs Dach zu kommen. Okay. Lass mich mal die dritte Arbeit machen. Wie geht's denn auf? Jürgen, wir haben uns hier weg. Eine, zwei, drei, vier. Jetzt sehe ich 4, 5. Shit, wie komme ich an den her, ohne gesehen zu werden? Der sieht mich doch, oder? Ich bin im falschen Ort, ich hätte rechts laufen. Jetzt komme ich nicht mehr rauf. Shit. Ich bin auf der falschen Seite durch. Hoffentlich sieht mich keiner. Ich muss hier durch. Ich denke, das ist die richtige Seite hier. Aber der da oben sieht mich auch, wenn ich nicht aufpasse. Dort ist auch noch einer. Ich hoffe, dass das klappt. Los! Scheiße! Zwei! Nochmal einer! Ah, gut. Bis jetzt läuft's. Die müsste gar nicht nehmen, in dem Fall. Können die lassen? Jetzt müssen wir nur noch zu dem Fenster rauf. Welches Fenster? Das sind verdammt viele Fenster. Wahrscheinlich kann ich das mal müssen machen, für die Chats herzukommen. Ups, der ist oben geblieben. Ist es richtig? Nein. Mist. Was jetzt? Wenden wir das Blatt doch wieder zu unseren Gunsten.
Oh, na klasse. Knarren? Was soll das? Entspann dich, Mann. Die sind nur zur Betäubung. Also vollkommen ungefährlich. Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder? Oh, gute Idee. Gut. Okay, nur ein kleiner Tipp. Die Reichweite ist lausig. Wir müssen also dicht ran. Kriegst du das hin? Ich kann schießen, Klugscheißer. Okay. Gut, schalten wir die Typen aus. Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki zaten? Ney? En Ordnung. Wurde schäppig. Oh. Da komme ich nicht rauf. Scheiße. Hier, hä? Nein! Nein, jetzt hat er mich sicher gesehen. Und wo da kann man rauf? Kann ich eigentlich von hier aus auch gehen? Sag da durch! Nein. Jetzt haben wir es begonnen! Ah, shit! Yeah. Wie komme ich da rauf? Ohne das Team gesehen. Was? Man sieht er mich. Irgendwann an den Pfosten kannst du klettern, aber. Dort, oder? Am vordersten. Kann ich nicht von hier nicht gehen? An der anderen. Doch, doch. Wir müssen zu dem Weg rauf. Oh, was hat es mir da angezeigt? Ein Kreis. Das könnte gehen. Ja, das wird gehen. Spiel verarscht mich. Das hat ausgesehen, als müsstest du diesen Pfosten nachklettern. Ja, natürlich. Wahrscheinlich muss ich es jetzt doch noch. Über die Balken kommen wir aufs Dach, wenn wir da hochkommen. Gut, dass ich das habe, was? Probier mal da dran. Ja. Scheiße. Warum leckt man denn? Das war der falsch gewesen, auf jeden Fall der da. Ah, da bist du mir im Weg. Denke schon, dass ich hier muss. Ah. Ja, der springt da irgendwo her. Das kann nicht richtig sein. Ja, dann spring mal weg. Beweg dich, du siehst. Vielleicht muss ich so. Geht auch nicht! Mann! Ich würde hier, aber der geht ja nicht weg. Da. Ja, wo muss ich denn dran kumpen? Also der geht definitiv nicht. Was weiß ich woher? Aber das sind so Zeichnungen an den Balken. Da. Ah, echt. Über die Balken und dann geht's nicht. Hä? Das muss über die gehen.
Ich kann ja nicht rauf. Zu der Sammelort rauf. Natürlich nicht. Was übersehe ich? Ich würde hier, würde ich sagen. Aber dann müsste er mal weg. Das geht nicht. Ist irgendwo eine Kratzstelle, die zeigt. Wie die Kiste da? Vielleicht muss ich die überschieben. Auch nicht. So, mal schauen, wo kommt es da? Das siehst du im Fall nicht. Muss irgendetwas zerschiessen oder so? Die Kratzstelle da, als müssen wir sie hier überschieben. Das ist ein Seil, natürlich. Oh Gott, warum seid ihr da über die Balken? Hey! Eladi Korre! Eladi Korre! Gut. Danke, Mann. Spiel verarscht mich schon. Jetzt komm. Okay, okay, ich komme. Nächstes Mal nehme ich lieber den Aufzug. Über die Balken. Jetzt, Wo genau muss ich her? Da über, oder? Vermute ich mal. Da rauf sicher nicht unbedingt. Ich stehe nur noch Schätzchen versteckt. Okay, da ist der Turm. Ist nicht mehr weit. Danke für die Info, Schlaumeier. Ja. Sieht aber nicht aus, würden wir da direkt herkommen. Jetzt ist er schon da. Nicht nach unten sehen. Nicht nach unten sehen. Wow! Wie kann ich denn an der Wand nachlaufen? So. Mehmet'e ne oldu? O mu? O artık gündüz vardiyasında çalışıyor. Memnun muymuş? Mutluymuş, öyle dedi. Ama ben kişisel olarak kürsüden kapatalım. Super. Hab dich. Du hast zugenommen, Mann. Nee, jetzt sieht er aus. Mann, das war krass. Schwenken. Okay, keine Donuts mehr für dich. Du bist oben. Muss ich dran springen? Ok.
Gib mir mal Vollschub. Bin hinter dir. Wie immer. Da die gelbe Stelle. Ist einer über dir, über dir. Einer unter dir, einer unter dir. Da muss ich weg, oder? Unter mir sehe ich nichts. Oh, das war falsch. Zu geil. Bin hinter dir. Wie immer. Das hat jetzt aber wirklich ausgesehen, als müsste man da über. Träum schön. Einer unter dir, einer unter dir. Ja, den sehe ich nicht. Der unter mir. Dein Haus. Weiter jetzt. Rufe da, oder? Oh, nee. Unter dir ist eine Wache. Ja. Fotomodus angelassen. Fast geschafft. Ja, aber warum ist das Licht an? Chloe kümmert sich drum. Keine Sorge. Denke mal da direkt über, oder? Ich kann ja hier hinten durch. Das war aber nicht ganz ungefährlich. Scheiße, den knallen wir auch noch weg. Sie haben nur betäubt. Ach, Mist. Wir können nicht näher ran, wenn es so hell ist. Was macht sie denn? Komm schon, Chloe. Braves Mädchen. Was passiert euch, wenn ich meine verpasse? Okay. Alles klar. Ladies first. Nett. So, das war mal wieder eine längere Folge, aber das ist perfekt. Auf geht's. Schauen wir nächstes Mal, was da passiert.